Jakob ist nervös. Wie viele andere Schüler auch, die vor Mitschülern und Lehrern ein Referat halten müssen. Thema: die aktuelle Weltpolitik der letzten Tage. Jakob gibt sie souverän wieder, auch wenn seine Kernkompetenz eine andere ist. Jakob ist eine der ganz großen Hoffnungen des Deutschen Kanuverbands. Holte im vergangenen Jahr WM-Gold im Kajakvierer über 1000 Meter. Die Ziele sind hoch gesteckt, auch wenn die nationale Konkurrenz groß ist. Wenn die Chancen für Olympia da sind, möchte sie natürlich jeder nutzen. Ich gehöre auch dazu. 2020, die Vorbereitungen laufen. Wäre natürlich super. Und wenn man auch dabei ist, dann hat man natürlich auch die Ambition, dort vorne mitzufahren und hoffentlich auch eine Medaille zu kriegen. Jakob lebt im Sportinternat und trainiert am nahegelegenen Olympiastützpunkt Niedersachsen, oft schon vor dem Schulunterricht. Alles hat er dem Kanusport untergeordnet. Nur das Abitur in diesem Jahr darf nicht darunter leiden. An der Eliteschule des Sports stehen sie hinter Jakobs Zielen und sind stolz auf Athletinnen und Athleten wie ihn. Ich habe einen riesigen Respekt vor unseren Leistungssportlern, die eben solche Taten vollbringen, und kann Ihnen auch ehrlich sagen, mich bereichert es, nicht nur im dienstlichen, sondern auch im privaten Bereich, dass ich eben mit jungen Promis, so kann man das ja auch sagen, Kontakt habe und letztendlich auch über die Gremienarbeit mit dem Landessportbund ganz andere Möglichkeiten habe als andere Schulleiter. Für mich ist es eine Angelegenheit des Herzens. Diese Schule kooperiert halt sehr gut mit dem Sport. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit meiner alten Schule. Ich komme ja aus Hamburg. Dort haben die Lehrer schon gemeckert, wenn ich mal eine Woche nicht im Unterricht saß. Und hier wird man teilweise für bis zu 3-4 Wochen freigestellt und hat danach natürlich auch die Möglichkeiten, mit den Lehrern im Einzelunterricht die Stunden nachzuholen. Man ist zwar selber immer in der Pflicht, auch natürlich was zu machen, aber die Schule steht hinter den Sportlern.